Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und eigentlich brauchen wir hier nur noch den Abholbahnhof bauen. Und dann wäre hier dieses Werk sozusagen fertig, würde ich sagen. Was nehmen wir denn da für einen Abholbahnhof? Für Flüssigkeiten haben wir da nicht einen, wo nur eine Flüssigkeit. Hier, guck mal, der sieht doch schicki aus. Den nehmen wir. Den bauen wir uns da dran. Vielleicht machen wir ein paar andere Tanks hin oder so, aber eigentlich reichen die Tanks ja aus. So. Jetzt habe ich die Kurve nicht mitgenommen. Naja, gut, okay. Und wo kommt man denn hier in die Mitte gehen? Wo es keine großartige Rohrverbindung da unten gibt. Okay, dann machen wir das jetzt mal weg hier. So. Normalmodus. Dann machen wir jetzt hier das ganz kurze Stück Gleis hier dran. Dass das da dran passt. Und das da dran passt. So. Da fehlt ein Signal, sehe ich gerade. So, das kann man nämlich da gebrauchen. An der Stelle. So, und dann bauen wir einen Bahnhof da dran. Achso, warte mal, da brauche ich noch ein bisschen Gleise hier. Sonst geht das hier mit dem Bahnhofsbau wieder nicht so gut. Na, was ist das denn wieder für Blödsinn? So. Okay, so, Bahnhof. Beziehungsweise, ja, nee, Bahnhof bauen erstmal. Bahnhof. So, und du bist Bahnhof. Nicht dieser, sondern Base Mineral Oil Werk 1. Output. So. Gut. Das heißt, wir brauchen jetzt hier die schöne Kiste. Dann brauchen wir die blaue Kiste. So, dann brauchen wir hier ein paar Pumpen. Die hätte ich hier. Nehmen 8, 9, 10, 11 und 12. So, dann haben wir hier Rohre. Allgemeine Erheiterung der Weltbevölkerung. So. Nein, Quatsch. So, einmal da lang. Und dann haben wir hier unten Based Mineral Oil sozusagen. Am Anschluss liegen. So, und dann brauchen wir noch ein bisschen Tank. So, kommen die schon alle? Weiß ich nicht. So, das brauchst du eigentlich nicht hier. Und die Strommasten werden wir mal auch auf ein gewisses Maß vergrößern. So. Und damit sollte jetzt hier Based Mineral Oil angeboten werden. Und das ist gar nicht mal so knapp, ne? Wie man hier sieht. Das läuft jetzt ganz gut voll hier. Die ganzen Kanister. Und hier ist auch schon der erste Zug, der es dann gleich direkt von hier haben will. Dann gucken wir nochmal gleich. Der Zug möchte ganz gerne 110.000 Liter Based Mineral Oil von hier abholen. Und die dann zum nächsten Werk bringen. Und er läuft auch voll. Oder auch nicht. Warum läuft er nicht voll? Moment. Weil hier. Ah ja, weil hier nicht Based Mineral Oil drin steht. So, jetzt ist er voll gelaufen. 110.000 Liter hat er gekriegt. Attacke Abfahrt. Und die bringt er dann jetzt. Wo will er die hinbringen? Ach, Mist, verdammt, jetzt ist er schon weggefahren hier. Die bringt er jetzt wahrscheinlich entweder zu diesem Bahnhof oder zu diesem Bahnhof. Auf jeden Fall sehe ich ihn nicht mehr. Was ist denn? Das ist so hier unten rumgefahren? Geht jetzt da? Nö. Na, fährt er. Zack. Und da wird ausgepumpt. Und dann freut sich dieses Lager hier. Das hier jetzt
richtig viel von dem Zeug liegt. So, hier fehlt irgendein Material. Okay. Oh, hätte ich gedacht, dass wir das da oben eigentlich in Massen liegen haben hier. Oh, hier beim Aluminiumberg. Hier. Irgendwo? Nee. So, mein Aluminiumberg. Hier. So. Nee, das produziere ich hier gar nicht auf Lager. Produziere ich hier nur für die Produktion. Wo? Oh. Oha. Dann haben wir das alles aufgebraucht? Aha. Ist das hier auch Mangelware in dem Werk? Hier liegen noch 27k, okay. Und hier, achso, die Dinger bewegen sich noch. So, also hier fehlt uns eindeutig ein bisschen was von dem Salz. Aha. Ja, dass ich davon mal Mangelproduktion habe, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Weil eigentlich hätte ich immer erwartet, dass hier irgendwo von diesen Dingern viel zu viel da sind. Hier oben habe ich ja so eine Produktion. Na gut, hier verbrauche ich sogar. Oder nee, hier schmeiße ich es auch rein. In Kisten, aber ist leer. Und im Klärwerk habe ich es, glaube ich, noch. Im Klärwerk. Schwefelsäure. Hier im Klärwerk. Da hätte ich ja nicht auch erwartet, dass in diesem Salz nicht alles andere in Massen rum, aber nee, dieses Salz nicht. Nee, dann müssen wir mal gucken, dass wir das noch ein bisschen auch irgendwo wieder herkriegen. Alles klar? Na gut, schön. So, aber unser Best Mineral Oil Werk, und ich finde, es sieht sehr schön aus. Es ist sehr aufgeräumt, sehr strukturiert zusammengebaut. Hier unten bin ich mit der Kabelführung nicht ganz so zufrieden, dass ein bisschen eckig und kantig ist, also ein bisschen komisch liegt, aber ansonsten sind hier eigentlich alle Sachen ganz gut zusammengebracht und ich glaube auch recht optimal genutzt, der Platz. Hui, Base Mineral Oil Werk. Das war mal nötig. Wie sieht es hier aus? 50.000 Liter, hier liegt nichts. Warum liegt hier nichts? Warum produziert hier nichts? Ausgang ist voll. Ah, jetzt weiß ich noch was. Nee, nee, warte mal, das hier. Multiphasenöl. Nö. Da sollte eigentlich nichts passieren. Öl ist da. Ausgang ist voll. Nafta. Mangel Flüssigkeit. Ja, das fehlt überall, dieses. Ich glaube, das ist zu wenig hier, oder? Habe ich da zu wenig von gebaut? Hätte ich da mehr von machen müssen? 25. Wie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wieso bin ich denn da? Hä? Was habe ich denn da gemacht? Oh. Upsie. Upsie. Ja, jetzt nicht so. Okay. Huch. Also da produzieren wir eindeutig zu wenig von. Okay, das heißt, ich muss davon mehr produzieren. Ich brauche mehr Platz. Deutlich mehr Platz. Ich habe 25, davon ich jetzt nicht hier 8.
Muss ich ja mal 4 nehmen. Oder mal 3 nehmen. Dreimal so viel Platz. Wo kriege ich denn den jetzt her? Okay, also da haben wir noch... da müssen wir umplanen. Zu wenig von dem Thermalwater. Das ist ja ein Ding. Das ist jetzt sehr selten dämlich geworden. Ja, wieso? Wie bin ich denn da drauf gekommen, dass ich da nur 8 von brauche? Wie bin ich denn da? Was für ein Mathe-Genie hat sich denn da durchgesetzt? Gut, nee, ja. Also, da brauchen wir mehr von. Deutlich mehr von. Das heißt, das muss ich woanders hinsetzen. Ah, rein. Passt da hin. Mit dem zusammen. Passt da hin. Diese Gasproduktion vielleicht nach hier unten ziehen. Dass hier bloß noch das Rohr hochgeht. Dieses Förderband dann auch woanders langlegen, dass wir hier den Platz gewinnen. Vielleicht auch außen rumlegen. Den ganzen Quatsch kann ich auch hier unten reinstellen. Das passt hier hin. Und wenn ich hier runter... Die Dinger passen da hin. So, damit ich denn hier mehr Platz habe. Ich muss das Ding noch 2-mal unterkriegen hier. Also wenn ich das jetzt... ich kann es einmal noch enger zusammenstellen. Das ist kein Problem. Also ein Tick näher aneinander. Den kriegen wir auf jeden Fall. Aber ich muss das hier gegenüberstehend haben. Also hier kriege ich noch einmal, kriege ich hier noch den Nehmen dann nachher irgendwie. Das wird sich schon ausgehen. Aber der Rest ist schwierig. So, der Rest wird schwierig. Das kann ich auch hier machen. Wenn ich hier hochkant reinstellen und dann da drin verteilen. Kein Problem. Das verteilt sich schon. Das heißt, diesen Platz können wir auch gewinnen hier. Kann das Förderband hier unten drunter lang, dann da und dann hier hoch und so. Das ist kein Problem. Das kriegen wir auch hin. Okay. Wir müssen Platz schaffen dafür, dass wir das hier noch produzieren. Das Thermalwater. Wie habe ich denn das Thermalwater da drin gebaut? Wie sind das hier? 30. Wieso bin ich denn? Wie bin ich denn auf die dusselige Idee gekommen, dass da das bisschen ausreicht? Oder machen wir jetzt irgendwo einen Quadrat nur mit Thermalwater und transportieren das hierher? Das ist ja richtig bitter. Verdammt! So, können wir noch irgendwo anders Platz sparen hier? Also ich sag mal so, bei der Wasserbeschaffung kann ich Platz sparen. Das können wir nämlich auch woanders hinlegen. Sonst ist es eigentlich ganz cool so, ne? Also der Aufbau an sich gefällt mir eigentlich ganz gut. Für Thermalwaterherstellung. Okay, naja gut. Heißt also, wir wollen jetzt hier anfangen, sozusagen aufzuräumen. Das kann ich jetzt hier nicht mehr nutzen. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Ja gut, er transportiert ein bisschen was ab hier von mir. Das kann weg, das kann... Nee, das ist egal. So, das kann auf jeden Fall auch hier raus. Erstmal so. Dann können wir jetzt hier erstmal ein bisschen was einsammeln. So, das können wir dann auch erstmal hier sozusagen zuordnen wieder. So. Gut, dann nehmen wir die Dinge hoch. Das hier hoch. Das hier hoch. Das hier weg. Das da weg. So.
könnte die Sortieranlage eigentlich auf die Seite setzen, ne? Also das hier. Dass das hier steht. Dann brauche ich die langen Förderbänder hier nicht mehr. Und dann muss ich mal gucken, was ich mit der Kohle mache, dass ich die dann auch direkt runterlege oder vielleicht hier unten sogar durchlege dann und dann dahin. Hier bin auch nochmal Platz. Ist natürlich aber jetzt auch ein eher größerer Umbau dann. Die Gesamtanlage, aber okay, die könnte passen. Da muss ich den Bahnhof einmal stilllegen. Kann ich den Bahnhof auch ausschalten? Zugbeschränkung aktivieren. Null. Wenn ich den jetzt ausschalte, dann hat er mit mal ganz viel Material da, ne? Hilft eigentlich nur diesen Würfel hochheben, aber okay. Ja. Hilft mir, das bringt mir das sehr viel. Oder reicht es, wenn ich quasi die Produktion von dem. Ja gut, auf das weg hier. Theoretisch könnte ich das sogar hochkant hier hinbauen. Die Einsortierung. Aber tausend andere Probleme. Achso, hab ich gerade gefragt, warum das da blinkte. Aber weil hier ein Zug durchgefahren ist. Nee, okay, das lassen wir dann erstmal so hier. Ist okay, so. Diese Produktion hier, lassen wir auch hier. Dann bauen wir jetzt hier die andere Sache auf. Das heißt also, die Kohle, die wird hier direkt drüber gelegt und dann kommt sie hier unten an. Das bleibt erstmal da. Und dieses Förderband, sag ich mal, löse ich auch erstmal auf. Jetzt kriegt auch eine andere Verortung. Wir müssen mal gucken, wie wir das verorten. So, jetzt kann ich nichts mehr aufheben. Das muss ich dann auch irgendwie anders legen. So. Und dann geht es jetzt los. Dann werden wir die jetzt ein bisschen Platz sparen aneinander stellen. Das heißt also, das ganze Konstrukt hier, so wie es ist. Wieder ein Stromastrom. Ja, das ist jetzt auch erstmal egal hier. So. Weiß ich noch nicht, wie ich das mit den Rohren mache, oder? Eins. Zwei. Drei. Nicht sehr befriedigend. Damit komme ich. Ja, müssen wir gucken, wie wir hier diesen Platz kriegen. So, müssen wir gucken. Also ich komme jetzt, ich kann jetzt hier nochmal 3 und dann da nochmal 3. Dann habe ich 9. 9 mal 2 sind 18. Bin ich noch nicht am Ziel. Bei der Herstellung vom Thermalwater. Aber ich habe ja hier oben noch Platz, oder? 1 Produktion, 2 Produktion, 3 Produktion, 4 Produktion. Dann sind wir bei 9 plus 4, sind da 13, sind wir bei 26. Das passt. Also wir gucken, dass wir das hier aneinander gepappt kriegen. Okay, so. Das heißt, jetzt geht das hier erstmal in Abriss. Das Ganze bis dahin geht erstmal in Abriss. So. Egal, wo das einsortiert. Und was ihr damit macht. So, dann geht hier der Sand drauf, Sand drauf, Sand drauf, Sand drauf.
Stahlbeton. So. Dann machen wir Steuerung V und drehen das mal. Zueinander hier. Eins. Zwei. Hey, was ist das denn wieder? Z. Eins. Ah, der steht schon falsch. Moment. Der steht schon falsch. Steuerung V. Hoch oder nach wie vor unten an? Eins. Zwei. Drei. Eins, zwei. Krieg ich keine drei mehr hin. So, wenn ich die drei aber nach oben haben will, das passt hier noch hin. Okay, das kriege ich hier noch hin. Was war das denn gerade für ein Gequetsche hier? Das Geräusch hier. Egal. So, dann müssen wir jetzt hier nochmal einen Abriss machen. Und das muss dann quasi hier drin stehen. Also hier kann das ja eigentlich drin stehen, so hochkant. Das müssen wir mal ganz kurz hier. Wo wird es abreißen? Passt hier nicht hochkant rein, weil zu breit. Können wir aber hier anpappen, so. Nur gucken, wie wir das Kohlenmonoxid dann hierher kriegen. Hä? So, was steht denn hier unten? So, dann ist das Synthesegas dann nicht mehr von hier nach da nach dort. Dann muss das hier unten zack dann da reingepresst werden. Okay. So, dann ist das jetzt erstmal hier leer. Ein Problem, das kommt weg. So, das kann stehen bleiben. So nicht. Nee, kann so nicht stehen bleiben. Wieder kein Platz im Inventar, weil ich euch in den Taschen habe. So. Kann ich auch nicht stehen bleiben. So, diese Flüssigkeit muss dann. Was war hier drin? Hier ist das Nafta, dann die Verteilung Nafta, okay. Dann muss diese Flüssigkeit dann hier in der Höhe jetzt hier rüber kommen. So, und das muss auch weg hier. Muss ich mir Zeug in die Taschen? Warte mal. Könnte sein, dass ein paar viele von den Frames jetzt irgendwo hin verschütt gegangen sind, ne? Die kann ich mir doch anfordern lassen, oder? Ich weiß nicht, wie viele von dem Lager sind. Wo sind die dollen Frames hier, ne? Ne, da. Fertige Frames. Liefer bei 38, ist okay. Und leere Frames. Auf dem Weg 3 liefer aber keine.
So, dann kommen die nämlich hier an. Kann ich das da schon mal reinschmeißen? Das kann ich auch da reinschmeißen, dann passt das erstmal. Passt das erstmal zu dem, was da passieren soll. So, jetzt das Fuel-Gelötsch in der Höhe quasi. Ah, nee, das ist die Nachterverteilung gewesen. Okay, nee, dann ist okay. Das kann doch stehen bleiben. So, das kann doch stehen bleiben. So. 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 Und die Pumpe quasi wie ein Sperrventil hier davor. So. So. Da die Pumpe hin. So, dann kommt die Flüssigkeit hier unten an. Geht hier rüber, geht da rein, der pumpt es dahin, dann kommt das da wieder an. So, damit ist das mit dieser Flüssigkeit wieder da, wo sie hingehört. So, das hier unten steht erstmal wieder. Auch gut. So, dann müssen wir jetzt hier nur noch unsere Kohlenstoffmonoxidproduktion wieder hinbringen. Da braucht man 10 von, ne? 1, 2, 3, 4. Warte mal. Das ist ja egal. Nee, ist nicht so egal. Moment. Salat. So. Ein anderer Mast, na egal. So, gibt's einen Tank? Nee, gibt nur diese Tanks hier, ne? Nee, die mache ich in Polypumpen. No. So. So. Und dann. Nee. Die hier. Bescheuert aus. So. So. Nee. Daneben, so. So.
Hier müssen wir noch mal gucken, was wir damit machen. Da weiß ich ja nicht, wo ich das jetzt hier durchlege. So, wie sieht das hier aus? Da brauchen wir ein paar Öfen dann. Aber die habe ich doch abreißen lassen. Ja, noch wo die nie gemacht hat, aber ja, so. Das werden wir dann sehen. So, dann müssen wir jetzt. Das können wir ja verkleinern hier. So viele Drauflieger brauchen wir hier ja gar nicht. Für das Material hier, da ist ja sowieso nicht so viel Material los. So, das müssen wir dann aber noch hier rüberlegen und da oben dran legen. Ne? Da müssen wir dieses Merk wieder hinbringen mit den Schlappohren. Schlappohrenwerk. Aber egal. Naja, das ist ja alles, sind alles Lernprozesse. So. Dran. So, dann würde ich sagen, den brauchen wir hier gar nicht gerade, aber der ist halt da. So. Das ist ja eine merkwürdige Kreuzung hier. So. So. Und Strom. Moment. Ich bin hier was in der Hand. So, und dann so. So. Gut. Strom hier, wieso denn Strom? Spürt er sich denn hier? Oh. Gut. Okay, dann hat er auch Strom. So, okay, das geht schon mal, das geht schon mal. Dann gucken wir mal, was hier oben angeliefert wurde. Das müsste jetzt hier in Massen da reinpassen. So, dann liegt jetzt hier schon mal voll das Filament. Sehr gut. Okay, so, dann müssen wir jetzt hier das Kohlenstoffmonoxid noch mit wieder herholen. Das kriegen wir aber schon noch hier hin. Und wir müssen jetzt dieses Gas hier rein basteln. So. So. Und dann müssen wir das von hier oben noch holen. So. Dann geht das hier rein. Ja, sehr schön. So, okay. Also das funktioniert schon mal. So, dann müssen wir das Endprodukt da anschließen und dann kriegt der noch eine Verbindung noch da einfach. So. Dann kann der Mast hier raus. So, und das Endprodukt muss dann da angeschlossen werden. So.
So, gut. Alles klar, jetzt müssen wir nur noch das Kohlenmonoxid hier wieder herkriegen. In einer sinnvollen Art und Weise. Naja, sinnvolle Art und Weise. Sind auch erst zwei oder drei verschiedene. So. Okay, so. Achso, der muss noch Kohlenmonoxid kriegen hier. Warte mal, dann muss ich so eins weiter wegstellen. Hier zwei sogar. Wegen dem Förderband. So. Hier runter. Da runter, oder warte mal. Da hoch, so. Eins, zwei. Warte mal, dann stellen wir die Mast noch eins höher. Einfach nur, weil es dann passt. Spannungsversorgung für alles. Sehr spannend hier. So. Sorry. So, dann brauche ich hier den noch wieder. Mein Arm eingeschlafen jetzt. Ah, 36 Minuten. Ja, wir können ja schon wieder hier, mal schon wieder Doppelfolgen. Dann schließen wir dieses Förderband, was einmal ganz kurz hier reinspringt. Ah, das geht so gar nicht. Ja, dann nehmen wir dieses Förderband mal einfach von hier. Warte mal, dann machen wir gleich hier den. So. Gut. Dann wird hier Kohlenstoffmonoxid wieder hergestellt. So, dann brauchen wir. Achso, die Thermaldinger, da brauchen wir natürlich ein paar wieder von. Die muss ich wieder herstellen, ne? Moment. Waren die denn drinne? Ja, vier Stück. So, dann haben wir schon mal hier vier Stück mehr. So, dann müssen wir jetzt noch einmal. Den Quatsch hier mitnehmen und direkt da hinten an Pappes Poppes ranstellen. Bis da hinten, achso. Ist hier die Pumpenleitung irgendwo mit hier drin ein Stück? Ein Stück weit, so, okay. Das können wir da noch dran stellen wieder. Das müsste ja auch gehen. Müssen wir bloß eine Wasserproduktion jetzt noch erstellen hier, damit wir den Dampf wieder kriegen. Sollte ja klappen. So, da oben brauchen wir Strom. Damit das Kohlenstoffmonoxid wieder durchtransportiert wird. So. Keine Ahnung, ob das jetzt mittlerweile alles ist, aber ich glaube nicht. Weil wir ja kein Thermalwater haben. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Thermalwater-Sachen. Und dann müssen wir oben noch Thermalwater herstellen, zweimal. Ach je, und das dann von oben mit rein transportieren. Und dann haben wir das Problem, dass wir dann die Pumpenrichtung links, rechts nicht haben. Ja, naja, gut. So. Aber es ist auf jeden Fall schon mal besser als vorher. So, das heißt, ich muss jetzt hier das Thermalwater abdrücken, dahin transportieren und hier reindrücken. Und da reindrücken. Ne, einfach nur hier reindrücken. Hier mit dem Anschluss, hier macht das Thermalwater, ja. Wieso bin ich denn da auch so wenig gekommen? Irgendeiner eine Idee, wie ich das so verkacken konnte? Ich weiß es wirklich nicht mehr.
nicht so dermaßen davon ausgehen konnte, dass das so funktionieren kann. Das ist wirklich... Das ist und wird mir immer ein Rätsel bleiben. Na gut, 40 Minuten haben wir voll. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich es teile oder nicht teile. Weiß ich auch noch nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.